du hast jetzt so ein gewisses Fundament auch, woraus was wachsen kann, dann möchtest du natürlich auch Teil dessen sein. Mein persönliches Ziel ist, das Beste aus mir rauszuholen, also diesen Trend, den ich momentan habe, auch weiterzuführen, vor allem aber auch mit dem Team, mit dem Verein, den Trend, den wir gerade haben. Klar, meine Reise ist noch nicht vorbei. Ich glaube, ich bin hier hingekommen, um gewisse Ziele auch zu erreichen. Diese Ziele haben wir zum Teil erreicht, aber noch nicht ganz. Und das möchte ich einfach noch vervollständigen. Klar, der neue Vertrag geht jetzt bis 2026. Und ich glaube, dass uns da genug Zeit bleibt, auch um diese Ziele auch dann am Ende zu erreichen. Es ist die Mannschaft, es ist der Verein, es ist das Stadion. Ich wohne jetzt seit 4 Jahren hier in der Stadt. Ich habe mich an viele Sachen gewöhnt. Ich habe ein Gefühl in mir selbst auch entwickelt, was mir sagt, dass ich hier noch länger bleiben möchte. Und das ist so ein bisschen das, worauf ich schon mein ganzes Leben lang viel Wert drauf gelegt habe, darauf geachtet habe. Und so kam dann die Entscheidung auch zustande. Ich glaube, mit Niki Süle, mit Karim Adeyemi, mit Schlotterbeck, das sind alles geile Typen auch, wo es auch Spaß macht, neben dem Platz sich einfach mit zu befassen und auch zu versuchen, den Verein weiterzubringen. Und selber natürlich auch. Und ich glaube, wenn du wirklich das Gefühl hast, ey, du hast jetzt so ein gewisses Fundament auch, woraus was wachsen kann, dann möchtest du natürlich auch Teil dessen sein. Und genau das ist auch der Punkt. Klar wissen wir auch, dass wir jetzt mittlerweile in einem Alter sind, wo wir nicht mehr Jugendspieler sind, die sich hinten ranstellen, sondern wir sind eigentlich die vorangehen müssen. Wir haben zwar immer noch ein paar Jungs, die auch schon länger als wir im Verein sind, wie Marco oder Mats. Klar, wir haben jetzt auch schon viele Erfahrungen gesammelt oder sammeln können und möchten jetzt einfach den jüngeren Spielern, die jetzt kommen, auch was weitergeben. Und da müssen wir einfach auch auf dem Platz natürlich zeigen, dass wir in erster Linie stehen oder in erster Front und natürlich aber auch neben dem Platz.